Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen im Bayerischen Landtag, Herrn Josef Zellmayr. Herr Finanzminister, ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, live und on stream, ich grüße Sie alle herzlich zur Pressekonferenz nach dem jährlich stattfindenden Spitzengespräch zum kommunalen Finanzausgleich. Und ich beginne mit einem Dank an meine Kollegin aus der Staatsregierung und an Josef Zellmayr, die mich unterstützt haben staatlicherseits bei den Verhandlungen. Und ich danke ganz herzlich Markus Pannermeyer, Dr. Brandl, Thomas Kammersin und Franz Löffler, die auf Seite der Kommunen, wie ich Ihnen berichten kann, sehr hart verhandelt haben. Und das Gespräch war konstruktiv und es ist jedes Jahr so, dass wir ringen um das, was wir in unseren Haushalten abbilden können, die Kommunen und der Freistaat Bayern. Und deswegen danke ich, und ich kann das vorweg sagen, für die Einigung, die wir heute erzielt haben. Die Lage ist unsicher, auch das ist allen bekannt. Es ist Krieg in Europa, was niemand für möglich gehalten hätte. Wir haben Rekordinflation, eine Energiekrise, eine drohende Rezession. Es ist in allen Lebensbereichen spürbar geworden, dass die Zeiten nicht einfacher werden und dass wir natürlich mit großer Unsicherheit unsere Haushaltsplanungen vornehmen müssen. Das gilt für den Staat genauso wie für die Kommunen. Uns ist bewusst als Staat, dass die Kommunen eine wirkliche Schlüsselrolle erfüllen, eine sehr wichtige Schlüsselrolle. Und die Kommunen sind natürlich auch aktive Akteure, nicht nur bei der Krisenbewältigung, sondern als wichtiger Ansprechpartner vor Ort. Und somit haben wir uns in den letzten Jahren, glaube ich, mit einer guten Partnerschaft zwischen Staat und Kommunen auf den Weg gemacht, unser Land gut gemeinsam zu führen. Und gerade in Krisenzeiten ist es notwendig, noch enger zusammenzurücken. Es gibt Herausforderungen, die groß sein werden, aber wir geben darauf heute auch eine wuchtige Antwort. Und die Überschrift könnte sein, Freistaat Bayern bleibt ein sicherer Anker für die bayerischen Kommunen. Was haben wir vereinbart? Wir haben vereinbart, dass der kommunale Finanzausgleich für das Jahr 2023 auf ein neues Rekordniveau steigen wird. Er wird rund 11,3 Milliarden Euro betragen. Das entspricht einem Plus im Vergleich zum Jahr 2022 von 765 Millionen. Und damit glauben wir, dass auch die Kommunen für das nächste Jahr gut aufgestellt sind und damit auch eine Spitzenposition haben werden im Ländervergleich, auch und gerade auch in der Krise. Diese Zahlungen und diese Partnerschaft, dieser kommunale Finanzausgleich hat eine nachhaltige Wirkung seit vielen Jahren, denn auch 2021 haben die bayerischen Kommunen mit der geringste Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich. Die Kassenkredite spielen bei bayerischen Kommunen kaum eine Rolle. Die Investitionsquote von 23,5% in 2021 ist bundesweit erneut der erste Platz, der Spitzenplatz, was Investitionen anbelangt. Wenn Sie sich vorstellen, der durchschnittliche Investitionsquote der Flächenländer Westen ist 15,2%, der bayerischen Kommunen immerhin 23,5%. Und da sind wir froh. Und das Ganze wird ja auch immer wieder belegt. Wir werden ja immer beobachtet. Zuletzt der Zukunftsatlas 2022 von Prognos. Dort belegen die vier ersten Plätze bundesweit bayerische Kommunen. Alleine unter den ersten 100 Kommunen in Deutschland finden sich 44 bayerische Städte und Landkreise. Und das liegt natürlich daran, dass die Kommunen vor Ort sehr gut geführt werden, dass hart und gut gearbeitet wird und dass die kommunalen Einnahmen auch gut sind in den letzten Jahren, aber insbesondere natürlich auch an der starken Unterstützung durch den Freistaat Bayern. Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, dass wir im Jahr 20 und 21 trotz der Krise, die wir hatten und immer noch haben, den kommunalen Finanzausgleich über 10 Milliarden auszahlen konnten, 2022 sogar ein Spitzenniveau von über 10,5 Milliarden. Wir haben uns bei der Gewerbesteuer, bei den Gewerbesteuermindereinnahmen in 20 und 21 als Freistaat Bayern sehr intensiv mit den Kommunen abgesprochen. Wir haben von den insgesamt 2,7 Milliarden, die an bayerische Kommunen erstattet wurden, aus bayerischen Mitteln 1,7 Milliarden bezahlt. Und heute nun knüpfen wir mit diesem kommunalen Finanzausgleich an. Wir liegen, wie gesagt, erstmals über 11 Milliarden. 765 Millionen mehr ergibt ein Plus von 7,2% gegenüber 2022. Im Einzelnen haben wir uns darauf geeinigt, dass die Schlüsselzuweisungen um 267 Millionen steigen werden, auf dann rund 4,27 Milliarden. Wir erhöhen den Haushaltsansatz für den kommunalen Hochbau um 350 Millionen auf gut eine Milliarde. Das ist sogar mehr, als wir
für die Planungen in den letzten Monaten uns ausdenken konnten. Ich glaube, hier ist ein deutliches Zeichen gesetzt worden. Noch einmal, es sind 54% mehr. Es ist ein wichtiger Schub für notwendige Investitionen, für die Stütze, für Bauhandwerk und die Baubranche im Allgemeinen. Und natürlich können wir mit Investitionen insgesamt auch dazu beitragen, dass dieses Land gut durch diese Krise kommt. Zudem haben wir den Haushaltsansatz für die Abwasserfinanzierung um rund 60 Millionen auf 150 Millionen anheben können. Für die Straßenausbaupauschalen, die der Staat den Gemeinden nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gewährt, stehen 2023 insgesamt 115 Millionen Euro zur Verfügung. Das sind also die wesentlichen Kernpunkte der Vereinbarung, die getroffen werden konnte. Ich möchte nebenbei noch ebenfalls informatorisch ansprechen, dass wir im Bereich der Flüchtlingsthematik natürlich ein weiteres starkes kommunales Anliegen kennen. Der Freistaat unterstützt hier die Kommunen im Asylbereich massiv. Und wir haben natürlich verschiedene Themen, und da kann Kollege Herrmann wesentlich fundierte Auskunft geben, die auf Bundesebene noch geklärt werden müssen. Denn es ist in diesen Zeiten kompliziert. Wir wollen ja miteinander uns in Bayern gut verständigen, aber wir warten bei vielen Dingen immer auf die Entscheidung aus Berlin. Solange in Berlin nicht entschieden wird, wie dort genau die Themen gehandhabt werden, können wir in Bayern auch schwer darauf reagieren. Und deswegen appelliere ich an dieser Stelle auch an den Bund, seiner gesamtstaatlichen Verantwortung nachzukommen. Jedenfalls führen wir 2023 unsere Unterstützung für die bayerischen Kommunen auf Spitzenniveau fort. Es ist natürlich aus meiner Sicht dieser kommunale Finanzausgleich im 2023 viel mehr als ein Kompromiss. Wir haben gemeinsame Ziele und Prioritäten, die bayerischen Kommunen und der Freistaat Bayern, und wir haben einen engen Schulterschluss und wir ziehen an einem Strang. Ich glaube, dieser kommunale Finanzausgleich schafft in unsicheren Zeiten tatsächlich auch gute Planungsgrundlagen, und wir wollen als zuverlässiger Partner die Kommunen stabil gerade in Krisenzeiten unterstützen. Wie das Jahr 2023 verlaufen wird, meine Damen und Herren, das weiß niemand von uns. Wir befinden uns in bewegten Zeiten, und natürlich wird auch hier seitens des Bundes angekündigt, dass es unterschiedliche Hilfen geben wird, zum Beispiel für Stadtwerke und andere Dinge. Wir wissen alle noch nicht, wie die genau aussehen werden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir auch im Jahr 2023, liebe Herren Präsidenten, öfter miteinander im Gespräch und im Austausch bleiben werden, auch um die Fragen natürlich, wie kommen die bayerischen Kommunen und der Staat gut durch diese Zeit. Insofern ist das auch eines der Unsicherheiten, über die wir heute keine konkreten Vereinbarungen abschließen konnten. Aber Gespräche und Austausch miteinander zu überlegen, was muss getan werden, damit die bayerischen Kommunen gut durch die Krisen kommen. Dafür werden die Präsidenten ohnehin sorgen, dass diese Gespräche ständig stattfinden. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Herr Pannermeier, ich darf Sie um Ihr Statement bitten. Ja, meine Herren Staatsminister, Herr Abgeordneter, liebe Kollegen, Repräsentanten der Kommunalen Spitzenverbände, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Sie haben es bei der Begrüßung gehört, in diesem Jahr darf der Bayerische Städtetag die Federführung bei den Gesprächen übernehmen. Das ist ein Wechsel, den wir im regelmäßigen Turnus vornehmen, in kollegialer Zusammenarbeit der vier kommunalen Spitzenverbände, die heute sehr geschlossen, würde ich sagen, im Gespräch aufgetreten sind und mit gemeinsamen Positionen zu diesem Gespräch gekommen sind. Zu diesen Positionen gehört, dass wir zunächst einmal aus Überzeugung noch einmal dankbar zurückgeblickt haben für das, was in den zurückliegenden 2-3 Jahren an Stabilität gemeinsam bewerkstelligt werden konnte. Sie alle wissen, dass wir herausfordernde Zeiten schon hinter uns haben, vor allem bedingt durch die Corona-Pandemie, aber durch weiter dazugekommene Herausforderungen. Und ich glaube schon, dass man konstatieren darf, dass es uns bislang gelungen ist, gemeinsam in diesen schwierigen Zeiten Stabilität zu bieten. Das hat ganz wesentlich mit unserem konstruktiven Dialog zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, dass der Freistaat Bayern im letzten Jahr zum gegebenen Wort selbstverständlich gestanden ist und eine Gewerbesteuerkompensation trotz der Situation, dass der Bund seinen Anteil im Jahr 2021 nicht aufgebracht hat, geleistet hat. Dafür sind wir auch dankbar, und das hat Stabilität
in schwierigen Zeiten gegeben. Diese Stabilität ist dringend notwendig, weil auch die Kommunen vor gewaltigen und großen Herausforderungen stehen in der momentanen Zeit. Wir sind betroffen von schwer kalkulierbaren Entwicklungen bei den Baupreisen und sind konfrontiert mit Bauprojekten, die nicht beliebig geschoben werden können, weil wir beispielsweise im Bereich Schulen und Kita tatsächlich auch Ansprüchen genügen müssen und entsprechend auch in schwierigen Zeiten liefern müssen. Wir stellen fest, dass der Aufwand für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für den sozialen Ausgleich permanent steigt, dass speziell im Bereich der Jugendhilfe auf uns ständig wachsende Herausforderungen zukommen. Wir stellen fest, dass wir im Personalbereich zunehmend und wachsende Herausforderungen haben, weil mit zusätzlichen Aufgaben und mit wachsender Komplexität der Aufgaben auch entsprechend Personal aufgebaut werden muss. Und wir sind natürlich wie alle Bürgerinnen und Bürger auch beispielsweise mit der Herausforderung konfrontiert, dramatische Anstiege bei den Energiepreisen zu kompensieren. Unsere Sorge ist, dass die Investitionskraft der Kommunen in dieser Zeit nicht stabil gehalten werden kann. Das ist aber unbedingt notwendig im Hinblick auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Die Stabilität der Kommunen ist gerade in Krisenzeiten eine entscheidende Schlüsselstelle, um insgesamt auch unsere Gesellschaft stabil zu halten. Deshalb war für uns sehr wichtig, dass von diesem Aufwuchs, der erfreulicherweise zu verzeichnen ist, möglichst ein großer Anteil an Mitteln dann auch in die Stabilisierung über die Schlüsselzuweisungen kommt. Zunächst einmal möchte ich diesen Aufwuchs auch bewerten. Wir haben es gehört, 765 Millionen Aufwuchs im Gesamtsystem. Das ist eine Steigerung von 7,2%. An der Stelle, glaube ich, darf man schon einmal dankbar zum Ausdruck bringen, dass das auch eine Leistung der Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land ist und der Menschen in unserem Land. Das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt handlungsfähig zu bleiben. Und diesen Dank und diese Anerkennung möchte ich heute ganz bewusst auch zum Ausdruck bringen. Uns war wichtig, dass die Schlüsselzuweisungen entsprechend gestärkt werden, weil das der Teil ist, der Stabilität in der kommunalen Familie gibt, der uns hilft, die Verwaltungshaushalte in schwierigen Zeiten zu stabilisieren und damit auch Handlungsfähigkeit zu sichern. Die Steigerung in diesem Bereich beträgt 267 Millionen Euro. Das ist ein prozentualer Anstieg um 6,7%. Und der zweite Bereich, den ich herausgreifen möchte aus all den Themen, die wir besprochen haben, ist der sogenannte Artikel 10 FAG. Da geht es also um die Hochbauinvestitionen, vornehmlich im Bereich der Schulen und der Kitas. Hier erreichen wir wieder in etwa das Vorjahresniveau in Höhe von 1 Milliarde Euro. Das ist auch notwendig aus unserer Sicht, um die Maßnahmen, die vor Ort geleistet werden müssen, auch einigermaßen vernünftig und zeitnah abfinanzieren zu können und um keinen zu langen Förderstau bei diesen Maßnahmen tatsächlich auch zu provozieren. Insgesamt konnte in den Verhandlungen erreicht werden, dass über den Aufwuchs hinaus auch frisches Geld von staatlicher Seite eingebracht wird in das System. Es sind 94 Millionen Euro. Das war für uns sehr wichtig, dass wir an dieser Stelle auch verhandelt haben, weil aus unserer Sicht dieses zusätzliche Geld notwendig ist, um in schwieriger Zeit die Stabilität zu bekommen, die wir uns erhoffen und die wir auch dringend brauchen. Wir haben aber über die genannten Themen hinaus weitere gewaltige Herausforderungen, die uns beschäftigen. Wenn ich nochmal beim Artikel 10 FAG bleibe, dann ist einfach festzustellen, dass die enorme Dynamik, die bei den Baupreisen zu verzeichnen ist, dazu führt, dass die staatliche Förderquote bei diesen Bauprojekten für uns nicht immer zufriedenstellend verläuft oder anders gesagt, der kommunale Finanzierungsanteil deutlich ansteigt. Das ist etwas, was die Kolleginnen und Kollegen vor Ort tatsächlich auch mit Sorge erfüllt. Wir haben große Herausforderungen, wir haben es zum Teil auch schon gehört beim ÖPNV, was die Zukunft und Handlungsfähigkeit der Stadtwerke betrifft, in der Krankenhausfinanzierung, aber auch in der finanziellen Begleitung der Situation geflüchteter Menschen, Unterbringung und auch Integrationsleistungen. Vor diesem Hintergrund, und das sind im Übrigen Themen, die wir nicht nur an den Freistaat adressieren können, sondern wo aus unserer Sicht auch dringend notwendig ist, dass von der Bundesebene klare Entscheidungen getroffen werden und auch entsprechende finanzielle Unterstützung für die kommunale Ebene gewährt wird und auch für die Länder. Aber vor diesem Hintergrund würde ich das Ergebnis, das wir heute erzielen konnten, insgesamt als einen tragfähigen Kompromiss bezeichnen, der aus unserer Sicht Stabilität für das kommende Jahr sicherstellen kann und möglich machen kann. Positiv bewerten würde ich noch einmal die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und des FAG 10 und auch das zusätzliche Geld, das ins System gebracht wird. Ich muss aber an der Stelle, ähnlich wie es der Herr Staatsminister auch schon getan hat, darauf hinweisen, dass die Unsicherheiten, was die Zukunft betrifft, enorm sind. Wir stellen fest, dass die Kolleginnen und Kollegen vor Ort große Schwierigkeiten haben, ihre Haushalte zu planen, weil die Planungsgrundlagen einfach sehr, sehr unsicher sind.
Und deshalb möchte ich an einer Stelle noch einen Blick in die Zukunft auch richten und auch einen Appell an die politischen Ebenen damit verknüpfen. Wir dürfen, so fürchten wir, nicht automatisch davon ausgehen, dass diese Aufwüchse, wie wir sie auch heuer verzeichnen können, selbstverständlich sein werden. Das heißt, wir werden uns auch Gedanken machen müssen über Zeiten, in denen die Herausforderungen nicht geringer werden, aber diese Aufwüchse uns nicht von vornherein Verteilungsspielraum und Handlungsspielraum erschließen. Und das führt aus unserer Sicht, da sind wir gemeinsam davon überzeugt, in der kommunalen Ebene dazu, dass wir uns in Zukunft noch stärker auf das wirklich Wesentliche konzentrieren müssen, mit dem, was wir tun und mit dem, was wir anpacken, die wirklich wesentlichen Herausforderungen in unserer Gesellschaft zu bewältigen, den Prozess, der in der Umwandlung mit der Digitalisierung verbunden ist, der Weg hin zur Nachhaltigkeit, die Stabilisierung und Bezahlbarkeit der Energieversorgung, aber auch das, was sich aus dem demografischen Wandel heraus ergibt im Hinblick auf die Fachkräftesicherung. Und wir müssen uns, das ist unsere feste Überzeugung, so schwierig das auch sein mag, auf den Weg machen, die Komplexität aus den Prozessen zu reduzieren. Das ist etwas, was sehr viel Zeit, sehr viel Kraft und letztlich auch sehr viel Geld kostet. Die Komplexität, die in den Förderprogrammen steckt und in all den Dingen im Grunde, die wir tun dürfen und auch tun müssen. Und Komplexität zu reduzieren, gelingt am Ende über Vertrauen. Vertrauen reduziert tatsächlich Komplexität. Also unsere Bitte und unser Appell ist, dass wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir aus diesem Förderdschungel, den wir vorfinden, der vielfach für die örtliche Ebene, aber auch für die Ministerien und für die Bezirksregierungen immer schwieriger zu durchschauen wird, dass wir aus dieser Komplexität einen Weg finden, wie wir die finanziellen Mittel einfacher verteilen und verfügbar machen für die Maßnahmen und ein Stück weit über mehr Vertrauen auch mehr Freiheit zur Gestaltung dann wieder ermöglichen. Was uns gemeinsam Mut macht, ist, dass wir uns heute, glaube ich, authentisch gegenseitig versichert haben, dass wir auch im Jahr 2023 eng im Gespräch bleiben werden. Eben weil wir noch nicht wissen können, was genau auf uns zukommt, wird es nach unserer Einschätzung tatsächlich so sein, dass wir eine enge Abstimmung brauchen werden. Und wir werden versuchen, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft von heute, im Schulterschluss gemeinsam uns den Herausforderungen zu stellen und möglichst viel Stabilität in den Herausforderungen zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pannermeier. Herr Staatsminister Aiwanger, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Bayern kann nur dann stark sein, wenn neben einer starken Landespolitik auch die Kommunen sehr stark aufgestellt sind. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Plus von einer Dreiviertelmilliarde Euro berechtigt und richtig, weil wir damit die kommunale Handlungsfähigkeit sicherstellen. Wir sehen ja zunehmend in der Baukonjunktur größere Gefahren auf uns zukommen, dass Aufträge zurückgegeben werden, dass wir nicht mehr sicher sind, ob die Konjunktur so weiterläuft, wie wir es die letzten Jahre gewohnt waren und damit auch die Steuern nicht mehr sicher so fließen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir uns bekannt haben, dass hier im Bereich Schule und Kita dieser hohe Anteil mit rund 1 Milliarde Euro weiterhin zuverlässig finanziert wird, dass auch dieser Aufwuchs kommt im Bereich von RZWAS von 90 auf 150 Millionen Euro. Das bedeutet, dass einfach die kommunale Wasser- und Abwasserinfrastruktur in Ordnung gehalten wird, wenngleich ein größerer Förderstau einfach vor uns hergeschoben wird. Aber diese Systeme sind wichtig für die Infrastruktur der Bürger vor Ort. Es ist wichtig, dass wir hier unterstützen, damit die Wasser- und Abwasserpreise nicht durch die Decke gehen als Belastung für die Bürger und natürlich auch als Teil für die Baukonjunktur, damit draußen weiter investiert wird. Ich sehe trotzdem große Gewitterwolken am Horizont, große Zukunftsrisiken auf das Gesamtgebilde Bundesrepublik Deutschland, heruntergebrochen Freistaat Bayern und kommunale Ebene zukommen, weil wir sehr viele Ungewissheiten haben jetzt auch seitens der Bundespolitik. Wann kommen welche Hilfen an? Kommen überhaupt welche an im Bereich der Stadtwerke, im Bereich der Energieversorger? Und ich sehe ja zunehmend auch Firmen, die auf mich als Wirtschaftsminister zukommen, die sagen, ich habe keine gültigen Gasverträge mehr, die laufen in den nächsten Monaten aus. Ich bekomme vielleicht nicht mal mehr einen Versorger, der bereit ist, mir in ein paar Monaten noch Gas zu liefern. Gar nicht mal die Preisdebatte, sondern überhaupt kriege ich noch was? Und das wäre natürlich ein Drama, wenn namhafte Betriebe am Ende ohne Energieversorgung dastünden. Und insofern haben wir ein riesiges Haushaltsrisiko, auch für den Freistaat Bayern, wenn wir hier reingehen müssen, sofern der Bund hier nicht endlich Klarheit macht, was er denn tut. Also insofern ist dieses enge
Zusammenhalten zwischen kommunaler Ebene und Landesebene wichtig. Und für uns ist gerade auf der Landesebene ja ein sehr großes Zukunftsrisiko beinhaltet, weil der Bund sich noch nicht outet, weil auf uns Themen zukommen, die wir dann gezielt lösen müssen, aber heute noch nicht das Werkzeug ja präparieren können, eben wegen der Ungewissheiten. Aber wir sehen, dass an der Stelle eben Lösungen nötig sind, die uns im Zweifel sehr viel Geld kosten werden. Und deshalb müssen wir auch ein bisschen das Pulver trocken halten, müssen handlungsfähig bleiben und werden dann, wenn nötig, sehr schnell auch mit der kommunalen Ebene hier in Lösungsgespräche eintreten müssen. Auf alle Fälle als Wirtschaftsminister gehe ich heute zufrieden raus, dass wir auf dieser Ebene diese Einigung gefunden haben, sehe auf der anderen Seite aber wirklich große Zukunftsrisiken auf uns zukommen, die wir nicht mal als Land alleine schultern können, sondern wo der Bund jetzt schnellstmöglich gefordert ist, hier Planungssicherheit zu geben. Wir können das als Land nicht alles alleine abdecken, was hier auf uns zukommen wird. Vielen Dank. Ich schaue noch einmal auf die Seite der Kommunalen Spitzenverbände, ob jemand die Ausführungen Ihres Sprechers noch ergänzen möchte. Wenn dem nicht so ist, dann darf ich an Herrn Staatsminister Herrmann übergeben. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. In aller Kürze nur zwei Anmerkungen noch von meiner Seite. Als Kommunalminister bin ich natürlich sehr erfreut darüber, dass wir diese Einigung, das war ja letztendlich auch nicht anders zu erwarten, erreichen konnten. Es ist aber eine wirklich stabile Grundlage für starke Kommunalfinanzen auch in das nächste Jahr hinein. Wir haben all die schon beschriebenen Risiken in dieser unbeschreiblichen Krise, in der wir uns in Europa insgesamt im Moment befinden. Aber wir wissen auch, neben den Kollegen im Nachbarland Baden-Württemberg sind die bayerischen Kommunen diejenigen in Deutschland mit der stabilsten Finanzlage, mit der geringsten Verschuldung. Und wir tun alles dafür, dass unsere bayerischen Kommunen in dieser starken Position bleiben. Das Zweite ist, dass mir in der Tat als Innen- und Integrationsminister auch sehr wichtig ist, dass die klare Zusage natürlich weiter auch in das nächste Jahr hinein bestehen bleibt, dass zunächst einmal die Kosten, die durch Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort entstehen, mit der Unterbringung und all den weiteren Folgekosten in Bayern vom Freistaat Bayern getragen werden. Das ist, wenn man sich in Deutschland umschaut, nach wie vor in vielen anderen Bundesländern so nicht der Fall. Und wenn, dann auf jeden Fall in weit geringerem Maße, als das in Bayern der Fall ist. Ich glaube, es ist wichtig, wir wollen ja auf eine Begrenzung des Flüchtlingszugangs drängen, aber es ist wichtig, dass diejenigen, die hier bei uns ankommen, auf jeden Fall vernünftig untergebracht werden, vernünftig versorgt werden und dass das nicht gleichzeitig mit einer Riesenbelastung für unsere Kommunen verbunden ist, sondern dass dafür erst einmal der Freistaat Bayern gerade steht. Wir werden aber sehr darauf drängen, dass der Bund jetzt endlich sich stärker wieder an den Kosten beteiligt. Es ist schlimm, dass seit Beginn des Jahres der Bund das von Monat zu Monat nur immer weiter verzögert. Wir hoffen jetzt erneut, dass bei den nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler endlich konkrete Vereinbarungen getroffen werden, denn wir brauchen dieses Geld dringend. Vielen Dank, Herr Herrmann. Herr Zellmeier, bitte. Ja, meine Damen und Herren, in instabilen Zeiten ist der Freistaat Bayern ein stabiler Partner der Kommunen. Das, glaube ich, haben wir heute wieder bewiesen. Zum Aufwuchs des Steuerverbundes, der schon enorm ist, das ist ein außergewöhnlicher Betrag, kommt hinzu, dass wir auch noch staatliche Mittel obendrauf legen, maßvoll obendrauf legen, der Zeit geschuldet, aber trotzdem, wir legen drauf. Das machen andere nicht. Wenn ich nur den Bund anschaue, der reicht ständig Aufgaben durch an die Kommunen, die Finanzierung kommt nicht oder nur teilweise oder verspätet. Das machen wir in Bayern ausdrücklich nicht und wir sind stolz auf unsere starken Kommunen und das ist mir auch als Vorsitzender des Haushaltsausschusses sehr wichtig. Einerseits stabile Staatsfinanzen, da haben wir hohe Unsicherheiten, andererseits aber auch eine gute Finanzausstattung der Kommunen und ich glaube, das haben wir heute gut zusammengeführt. Und ja, wenn ich jetzt nicht kommunaler Hochbau schon gesagt habe, RZ war es, alles Bereiche, die für die Kommunen wichtig sind, die konkret investieren, aber auch die Schlüsselzuweisungen, die ja Spielräume ermöglichen, gerade den Kommunen, die nicht so steuerkräftig sind. Als Abgeordneter vom ländlichen Raum ist mir das besonders wichtig. Auch dort haben wir kräftig draufgelegt. Also insgesamt eine sehr gute Vereinbarung, die für beide Seiten
für den Freistaat, für den Haushalt, aber auch für die Kommunen vieles enthält und trotzdem gut finanzierbar ist. Und das in unsicheren Zeiten. Ich glaube, da können wir sagen, wir sind gut zusammengekommen und wir sichern die Zukunft gerade der kommunalen Familie. Vielen Dank. Dann wären wir am Ende der Statements. Ich darf noch fragen, ob es Fragen der Presse gibt an diesem Punkt. Herr Höfer von der dpa. Herr Pannermeier, Höfer heiße ich von dpa. Wie viel hätten Sie denn gern gehabt? Also, ohne Grenzen nach oben, oder? Also wenn Sie mich nach den Wünschen fragen, dann reicht der Vormittag für die Verhandlungen nicht aus. Ich habe ja angesprochen, dass es eine ganze Reihe weiterer Themen gibt, die uns ernsthaft Sorge machen in der Entwicklung. Und deshalb wird es wohl auch so sein, dass wir in den nächsten Jahren uns sehr intensiv werden abstimmen müssen und immer wieder reagieren müssen auf die Herausforderungen. Ich habe vor dem Hintergrund den Kompromiss als tragfähig bezeichnet, weil ich glaube, dass es Blick heute mit dem, was wir heute wissen, Tragfähigkeit tatsächlich sicherstellen kann. Das ist etwas, was jetzt zunächst einmal fürs Nahfeld wichtig ist. Aber natürlich konnten heute nicht alle Wünsche und alle Themen, die uns beschäftigen, abschließend behandelt werden. Allerdings, zur Wahrheit gehört schon auch, dass es da eine ganze Reihe von Themen gibt, die wir gemeinsam auch an die Bundesebene adressieren und wo es klare Antworten braucht. Also beim Beispiel ÖPNV ist für unser gemeinsames Thema, dass die Regionalisierungsmittel gestärkt werden müssen, weil wir nicht nur darüber sprechen dürfen, wie wir neue Ideen umsetzen, sondern wir müssen erst einmal sicherstellen, dass das, was wir haben, auch wirklich stabil durch die Zeit kommt. Das ist ganz wesentlich und ganz wichtig. Und da beschäftigen uns zum Beispiel auch die Betriebskosten. Zum Thema Krankenhausfinanzierung kann ich vielleicht dann im Anschluss noch weitergeben an den Kollegen Kammersin. Da hat sich der Landkreistag in den letzten Tagen ganz intensiv auch damit befasst. Bei den Kosten, die im Zusammenhang mit der Situation geflüchteter Menschen stehen, ist ein Thema, das uns beschäftigt. Und im November muss jetzt darüber gesprochen werden, dass der kommunale Anteil der Kosten der Unterkunft für geflüchtete Menschen wieder voll übernommen wird vom Bund, so wie das bis Ende 2021 der Fall war. Also Sie sehen schon, dass es allein von der Seite schon eine ganze Reihe von Themen gibt, die jetzt heute nicht geklärt werden konnten. Ich bin im Ergebnis froh, dass es über den Aufwuchs hinaus gelungen ist, zusätzliche Mittel in das System zu bekommen. Gleichwohl sind wir, das können Sie sich vorstellen, gestartet mit einer Erwartung, die über dieser Dimension von 94 Millionen Euro liegt. Aber auf die haben wir uns jetzt für heute mal verständigt. Auch mit dem Hinweis, und das möchte ich noch einmal aufgreifen, des Finanzministers, der klar zu verstehen gegeben hat, dass seine Gesprächsbereitschaft im nächsten Jahr, wenn es Herausforderungen gibt, die wir heute noch nicht vollständig überblicken, auch vorhanden sein wird. Und darauf bauen wir. Diese Zusage gibt es natürlich immer, gesprächsbereit zu sein, insbesondere in Krisenzeiten, weil ich ohnehin weiß, dass dich Präsidenten darauf Wert legen werden. Und insofern, glaube ich, wird das Jahr Krisenjahr werden. Nur zur Einordnung nochmal, Herr Höfer, eine Steigerung von rund 7% in diesen Zeiten ist, glaube ich, wirklich ein großartiges Ergebnis. Eine Dreiviertelmilliarde zu geben, zusätzlich mehr zu haben als im Jahr 2022, unabhängig davon, wo jetzt genau das Geld wie woher kommt. Aber alleine die Botschaft zu sagen, die bayerischen Kommunen haben in 23 eine Dreiviertelmilliarde Euro mehr an staatlichen Geldern, darum kommen wir da im Finanzausgleich, als 22, glaube ich, ist eine gute Botschaft. Und dann haben wir noch natürlich, was man nicht vergessen darf, das ist ja nicht alles, was der Freistaat Bayern den Kommunen an Unterstützung gewährt. Wir haben etwa 70 Milliarden Haushalt, wie Sie wissen, und rund 20 Milliarden davon gehen über irgendwelche Förderungen, Unterstützungen, inklusive natürlich des Finanzausgleichs an die Kommunen. Wenn Sie das jüngste Beispiel von letzter Woche, von dieser Woche sehen, Glasfaserschließung, eine Aufgabe, die eigentlich weder die Kommune noch der Freistaat Bayern zu verantworten haben, nach den Gesetzen unseres Landes machen wir miteinander. Und wir halten da auch Wort, wir unterstützen die Kommunen, glaube ich, sehr großzügigerweise und wir sind hier gut vorangekommen, dank der Organisation der Kommunen und des Zuschusses des Freistaates. Der Bund ist kurz vor Ende des Jahres wieder soweit und wird 300 bayerischen Kommunen mitteilen. Wir wissen nicht, ob wir für euch überhaupt da Geld zur Verfügung haben. Also ich würde es einfach sagen, man muss die gesamte Finanzausstattung der Kommunen in Bayern sehen, nicht nur das, was heute verhandelt wurde, sondern all das andere eben auch. Dass es immer noch mehr sein könnte, da sind wir alle, glaube ich, klar als Menschen. Ich wäre auch froh, wenn der Haushalt des Freistaates Bayern mit noch höheren Steuereinnahmen ausgeglichen werden könnte. Und ich setze auch darauf,
dass im kommenden Jahr wir gut und stabil durch richtige politische Entscheidungen durch das Land kommen. Und ich unterstütze das alles, dass natürlich, was in Berlin getan wird, riesige Auswirkungen haben wird auf uns. Das, glaube ich, wissen alle. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr lange warten müssen, dass dort auch mal was entschieden wird und nicht nur diskutiert wird. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Wenn dem nicht so wäre, dann sage ich vielen Dank, dass Sie heute hier waren am Samstag. Und wir haben jetzt noch die Gelegenheit für O-Töne. Minister Scholz. Minister Scholz. Ja.